Sehr geehrter Herr Minister Kwasi Kwarteng, sehr geehrte Frau Exekutivsekretärin Patricia Espinosa, Exzellenzen, sehr geehrte Gäste, der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat unermessliches Leid mit sich gebracht und die Welt von einem Tag auf den anderen wirklich grundlegend verändert. Zu Recht hat der deutsche Kanzler Scholz von einer Zeitenwende gesprochen. Der Krieg rüttelt an alten, an vermeintlichen Gewissheiten in der Sicherheitspolitik, aber auch in der Energiepolitik. Denn er führt uns schonungslos vor Augen, wie gefährlich die Abhängigkeit und Nutzung von fossilen Brennstoffen ist, nicht nur langfristig, sondern jetzt ganz unmittelbar. Aber eine Krise verjagt leider nicht alle anderen. Im Gegenteil, Krisen verstärken sich. Die Covid-19-Pandemie ist noch nicht ausgestanden. Und wie der neue Bericht des Weltklimarates zeigt, schreitet auch der Klimawandel weiter voran. Treibhausgasemissionen nehmen wieder zu. Schon jetzt ist knapp die Hälfte der Menschheit durch die Klimakrise ganz akut gefährdet. Und das Zeitfenster, das der Menschheit zum Handeln bleibt, das Zeitfenster schließt sich bald. Um aus dem Krisenbekämpfungsmodus herauszukommen, müssen wir Sicherheit umfassender denken und präventiv in die menschliche Sicherheit investieren. Und hierbei spielt der Klima, spielt der Umweltschutz eine ganz zentrale Rolle. Wenn wir weitere Katastrophen, Destabilisierungen und Krisen vermeiden wollen, müssen wir trotz Corona, trotz Krieg beim Klimaschutz zum noch schnelleren Handeln kommen, um die Erderwärmung tatsächlich nicht über 1,5 Grad ansteigen zu lassen. Und dem Energiesektor, dem kommt dabei eine Schlüsselfunktion zu. Er ist für mehr als 2/3 der Treibhausgasemissionen weltweit verantwortlich. Und der weltweite Energiebedarf wächst kontinuierlich. Bis zum Jahr 2040 könnte sich der weltweite Bedarf noch um 1/3 erhöhen. Und gerade Entwicklungs- und Schwellenländer brauchen immer mehr Energie, um wirtschaftliches Wachstum, Beschäftigung, gesellschaftliche Teilhabe und Armutsbekämpfung zu fördern. Wir müssen die grüne Energie- und Klimawende dringend noch schneller und noch konsequenter vorantreiben, und zwar weltweit. Meine Damen und Herren, den Industrienationen kommt dabei eine ganz wichtige Rolle zu. Als Hauptverursacher des Klimawandels liegt es an uns, mit ambitionierten Klimaschutzzielen und Maßnahmen voranzugehen. Und wir müssen die Länder des globalen Südens, die von den Folgen des Klimawandels am stärksten betroffen sind, dabei unterstützen, sich umwelt- und klimafreundlich zu entwickeln und auf bedarfsgerechte erneuerbare Energiesysteme umzurüsten. Denn auch für Sie gilt das 7. Nachhaltigkeitsziel. Auch Sie haben Recht auf bezahlbare, verlässliche und nachhaltige Energie. Das Potenzial von erneuerbaren Energien für Entwicklungs- und Schwellenländer ist gewaltig. Viele dieser Länder verfügen über sehr gute Voraussetzungen für die Nutzung von Solarenergie, Wasser oder Windkraft. Und die Nutzung grüner Energiequellen verbessert ihre Versorgung mit Energie und kurbelt die Wirtschaft an. Sie stärkt zudem auch die Unabhängigkeit und Sicherheit ihrer Energieversorgung, denn die dezentrale Energieerzeugung, etwa über Wasserkraftwerke oder Solarnetze, reduziert die Abhängigkeit von Importen und zentralen Netzen, und davon profitieren gerade auch bisher unterversorgte ländliche Regionen. Erneuerbare Energien sind kraftvolle Entwicklungsenergien. Sie ermöglichen Entwicklungsländern ein Leapfrogging. Mit ihnen könnten die ärmsten Länder ein Carbon Lock-in bzw. eine Abhängigkeit von Brückenenergien wie Gas vermeiden und ihre Energieversorgung von Beginn an auf sichere, auf klimafreundliche Beine stellen. Denn davon profitieren alle. Eine grüne Energiewende fördert eine nachhaltige und krisenfeste Entwicklung in den jeweiligen Ländern und befördert gleichzeitig den weltweiten Klimaschutz. Um dieses Potenzial zu heben, sind natürlich erhebliche Investitionen erforderlich.
Aber diese lohnen sich, denn es ist wesentlich wirksamer und kostengünstiger, Klimarisiken von vornherein zu minimieren, als später Schäden zu beseitigen. Die Bekämpfung des Klimawandels gehört zu den wichtigsten Prioritäten der deutschen Bundesregierung. Deutschland steht klar hinter den Zielen von Paris und der Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung und macht sich für eine ambitionierte Energiewende stark in Deutschland, in Europa und auch weltweit. Und das Bundesentwicklungsministerium unterstützt Entwicklungs- und Schwellenländer rund um den Globus dabei, ihren Energiesektor zu dekarbonisieren und eine nachhaltige, klimafreundlichen Entwicklungspfad einzuschlagen. Das ist gerade jetzt dringlicher denn je, denn durch den russischen Angriff auf die Ukraine steigen die Energiepreise. Dies wird besonders in den Entwicklungsländern spürbar werden, die auf Energieimporte angewiesen sind und nicht in der Lage sind, die negativen Folgen der Preissteigerung abzufedern. Das Kernstück unseres Engagements sind unsere Klima- und Entwicklungspartnerschaften. Hier arbeiten wir eng mit klimapolitisch engagierten Partnerländern zusammen, um sie bei der Transformation zu Klimaneutralität, Klimaresilienz und Nachhaltigkeit zu unterstützen. Und diesen Monat habe ich gerade eine solche Partnerschaft mit Ruanda unterzeichnet, einem Vorreiter für Klimaschutz in Afrika. Das Bundesentwicklungsministerium wird Ruanda dabei unterstützen, seine ehrgeizigen nationalen Klimabeiträge einzulösen, sich besser an den Klimawandel anzupassen und eine nachhaltige Stadtentwicklung voranzutreiben. Und die Partnerschaft dient auch dazu, den klimapolitischen Dialog zu stärken sowie die Zusammenarbeit mit Wissenschaft im Privatsektor und der Zivilgesellschaft zu intensivieren. Und weitere Partnerschaften sollen folgen. Gerade mit den nordafrikanischen Ländern arbeiten wir bereits seit mehreren Jahrzehnten im Bereich Energiewende eng zusammen, denn sie verfügen über ideale Voraussetzungen für erneuerbare Energien sowie die Produktion und Nutzung und sogar den Export von grünem Wasserstoff. Das könnte auch die Dekarbonisierung schwer elektrifizierbarer Sektoren vorantreiben. Zudem setzen wir auf die Zusammenarbeit mit ambitionierten Schwellenländern, die als große Emittenten für die Erreichung des 1,5-Grad-Ziels eine wichtige Rolle spielen, weil sie regionale Strahlkraft und eine Hebelwirkung für den globalen Klimaschutz haben. Meine Damen und Herren, Energiewende bedeutet für mich jedoch nicht nur einen rein technischen Umbau des Energiesektors. Es geht um viel mehr, um eine sozial-ökologische und eine sozial-ökonomische Transformation. Die Energiewende muss sozialverträglich verlaufen. Dafür müssen alle betroffenen Menschen einbezogen werden und von dem Strukturwandel auch profitieren. Denn es gilt das Leitprinzip der Agenda 2030. Wir dürfen niemanden zurücklassen. Ich mache mich daher für eine gerechte Transformation stark, für eine Just Transition. Wie bei jeder gesamtgesellschaftlichen Veränderung gibt es natürlich auch bei der Energiewende Menschen, für die der Umbruch mit Einbußen und Verlusten einhergeht, etwa Menschen, die in CO2-intensiven Industrien tätig waren und die ihre Arbeit verlieren können. Für diese Menschen und für diese Familien gilt es, Perspektiven zu schaffen durch neue Beschäftigungsmöglichkeiten, Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote und den Aufbau sozialer Sicherungsnetze. Dies wird die deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit ihren Partnern aktiv angehen. Und auch auf multilateraler Ebene setzt die Bundesregierung auf wirksame Allianzen, um die globale Energie- und Klimawende zu beschleunigen. So wird die Bundesregierung während ihrer diesjährigen G7-Präsidentschaft das Thema Just Energy Transition in den Mittelpunkt stellen und Partnerschaften hierzu weiter ausbauen. So wollen wir auch mit Hilfe des Privatsektors und den multilateralen Entwicklungsbanken zusätzliche Mittel für die Energiewende mobilisieren. Die Just Energy Transition Partnership mit Südafrika, die Deutschland gemeinsam mit Großbritannien, den USA, Frankreich und der EU auf der Klimakonferenz in Glasgow vorgestellt hat, ist ein gutes Beispiel. Südafrika hat sich im Rahmen dieser Partnerschaft verpflichtet, seine Kohleabhängigkeit zu überwinden und in den nächsten 20 Jahren bis zu 1,5 Gigatonnen Emissionen zu vermeiden. Und angesichts Südafrikas Rolle als regionaler Stromlieferant wirkt die Partnerschaft auch über die Landesgrenzen hinaus. Ein großer Dank an Kwasi Kwarteng, an unsere britischen Partner, die diese Entwicklung und diese Partnerschaft koordiniert haben.
Bei der weiteren Ausgestaltung der Just Energy Transition Partnerships wird das Bundesentwicklungsministerium eng mit dem Auswärtigen Amt, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klima und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz zusammenarbeiten. Wir wollen auf den Erfolgen der Glasgower Klimakonferenz und der dort von Großbritannien initiierten Infrastrukturpartnerschaft aufbauen. Und auch bei der nächsten UN-Klimakonferenz in Ägypten wird sich das Entwicklungsministerium gemeinsam mit Jennifer Morgan, der Sonderbeauftragten für internationale Klimapolitik aus dem Auswärtigen Amt, für ambitionierte nationale Ziele und einen schnelleren Umstieg auf erneuerbare Energien stark machen. Meine Damen und Herren, die globale Energiewende ist die Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Sie ist kein Luxus, sie ist keine Bürde, sondern eine Investition in die Zukunft, in eine Zukunft für mehr Wohlstand, Teilhabe und Lebensqualität. Die globale Energiewende ist eine einmalige Chance für Nachhaltigkeit, Resilienz, Souveränität und Frieden. Und die Bundesregierung ist entschlossen, diese Chance zu ergreifen. Herzlichen Dank.